Hier stehen wir vor einem wunderbaren Wasserschloss in Wottmigen im Baselbiet. Früher war das eins der drei regionalen Wasserbuchten. Im Basler Grundeldingen-Quartier hat es früher eine zweite gegeben. Aber die dritte besteht heute noch, nämlich Schloss Inzlingen bei Riechen oder bei Lörrach. Die Historiker streiten sich darum, ob die Burg hier schon zur Zeit der Gründung unserer Eidgenossenschaft von einem Johannes Rauber, von Heinrich von Bodmingen oder von der Kämmerer, einem bischöflichen Dienstadelsgeschlecht, erbaut worden ist. Ich glaube allerdings, dass unsere Augen so viel Freude daran haben können, dass hier weder Name noch Jahreszahl eine grosse Rolle spielen. 1409 jedenfalls ist das erste Bodmiger Schloss abbrennt. Und 1519 hat es der Stadt Basel als offenes Haus übernommen. Also als eine Art Vorfestung der Stadt. Von 1625 stammt der Bodmiger Spruch, der mir besonders gut gefallen hat. Besser ist Unrecht leiden als Unrecht tun. Der Generaladjutant Johann Christoph von der Grün, das war ein Feldherr, der im Dreißigjährigen Krieg auf der protestantischen Seite gekämpft hat. Er hat noch mit Basel einen ziemlich kuriosen Kaufvertrag abgeschlossen. Falls er nicht selber das Bodmiger Schloss bewohnen kann, wurde er immer auch Basler Bürger drin logieren lassen. Der von der Grün wird uns zwar als geldgierig und schwierig, aber auch als ehrlich und treu charakterisiert. Weil er sich aber auch im Alter immer vor seinem früheren Gegner, vom französischen Marschall de la Ferté, gefürchtet hat, sind ihm vom Basler Rot großzügig zur Sicherung seiner Person ein paar Stadtsoldaten hierhin ins Bodmiger Schloss geschickt worden. Einer der nächsten Besitzer, der Thurgauer Aktienspekulant Johannes Teucher, hat dann um 1720 aus dem mittelalterlichen Bau einen barocken Landsitz, ein königliches Schloss oder Louvre, gestalten lassen. Auch der Martin Wenck hat das Schloss verschönert. Und er hat dafür gesorgt, dass man heute im Südostecken im Schlossgarten auf der herrlichen Terrasse sitzen darf. Während dem Zweiten Weltkrieg haben sich dann prominente Basler für die Renovation vom Weiherschloss eingesetzt. Zwei von denen habe ich noch gesehen. Der Denkmalpfleger, der Dr. Rudi Rickenbach und der Verkehrsdirektor Kurt August Hägler. Mit 40'000 Franken hat man selbst mal die Renovation vom Gastwirtschaftsbetrieb durchgeführt. Denken Sie, heute würde der Betrag nicht einmal für eine Projektstudie reichen. Aber hier innen kann man jetzt herrliche Feste feiern. Eine noble Hochzeit, wo auch die Schwiegermütter Freude daran hat, oder Beförderung zum Generaldirektor oder zum Bundesrat, was eben anfällt. Man findet sicher einen guten Grund, um die gediegene Ambiance hier im Bodmiger Schloss seelisch, optisch und auch kulinarisch zu geniessen.